Verse 2. Germany, Wangerland. Video, please. Das für Wangerland tolle Ergebnis erahnte zu diesem Zeitpunkt keiner von der 12-köpfigen Delegation um Bürgermeister Björn Mühlener vor der Abreise nach dem tschechischen Brünn. Dort wurden die Preise an die 12 teilnehmenden Nationen bei Entente Florale verliehen. Dieses ist ein europaweiter Wettbewerb mit dem Ziel, die allgemeine Lebensqualität zu verbessern. Die Gemeinde Wangerland darf Deutschland vertreten. In drei Fahrzeugen verteilt, beginnt die 950 Kilometer lange Fahrt ab Rathaus Hohenkirchen. Die Fahrer wechseln sich ab. Nach Einbruch der Dunkelheit erreicht die Gruppe das Hotel Slavia in Brünn, links im Bild. Gegen Abend des zweiten Tages geht es nun zum Gebäude der Philharmonie. Also ich drücke keinen Daumen, es wird alles gut. Aufgeregt? In der Empfangshalle treffen die Delegationen an. Hübsch, hübsch. Nun geht es nach oben in den Festsaal. Im festlich geschmückten Saal des Bersini-Domhauses erfolgt die mit Spannung erwartete Preisverleihung, bevor der Abend mit dem Galadinner und einigen bunten Darbietungen endet. Hier der Tisch der Wangerländer. Nach den üblichen Reden in englischer Sprache erfolgt die Preisverleihung an die einzelnen europäischen Städte und Gemeinden. Wir beschränken uns mit der Berichterstattung auf die Wangerländer. Goes to Germany, Wangerland. Video, please. The jury of Entente Florale is happy to announce a silver medal. Germany, Wangerland, winning. And the jury of Entente Florale is happy to announce. Wir kommen also jetzt gerade direkt von der Preisverleihung. Wir sind alle noch ein bisschen schweißnass, aber die Gemüter haben sich jetzt wieder gelegt. Ich will nicht verhehlen, dass ich vielleicht persönlich etwas enttäuscht bin, aber diese Enttäuschung soll auch gleichzeitig Ansporn sein. Ich kann nur sagen, Hut ab vor den Goldmedaillengewinner. Diesmal ist uns leider nur die Silbermedaille geglückt. Aber das ist Zeichen von vieler Jahre Arbeit. Und das, was für mich persönlich entscheidend ist, ist die Tatsache,
dass nicht die Medaille zählt, sondern das, was dahinter steckt. Das, was wir in der Gemeinde Wangerland in den letzten Jahren erlebt haben oder erleben durften, dass Dorfgemeinschaften zusammengewachsen sind, dass das Ehrenamt gewaltig gewachsen ist. Und das ist ein Prozess, der muss weitergehen und der endet mit einer Silbermedaille nicht. Also Silber heißt, wir müssen noch mehr machen und die ganze Geschichte geht dementsprechend weiter. Herr Mühlener, Ihr Kommentar. Also ich sehe jetzt hier erstmal eine Silbermedaille und ich bin sehr zufrieden. Ich freue mich sehr, dass wir das geschafft haben, eine Silbermedaille auf europäischer Ebene zu bekommen. Denn wir haben zweimal den nationalen Wettbewerb gewonnen und haben da Gold geholt. Das muss man auf europäischer Ebene erstmal schaffen. Da sind noch einige vor uns, aber das hat Herr Mayer gerade schon gut von sich gegeben. Das ist ein Ansporn für uns, dass wir weitermachen. Wir wollen ja das Projekt nicht aufgeben. Erde und Flut ist eine tolle Sache. Es haben viele, viele Freiwillige hier über Jahre gearbeitet. Und das ist hier heute belohnt worden, hier und heute. Und ich denke, wir werden das angemessen feiern und das auch würdigen. Ja, also wir haben seit 2010 darauf hingearbeitet, haben zweimal 2012 und 2014 die Goldmedaille im nationalen Wettbewerb gewonnen und ich freue mich wirklich, dass wir auf internationaler Ebene die Silbermedaille geschafft haben und freue mich auch, dass das jetzt nicht damit beendet ist, unsere Arbeit, dass wir noch vieles in Planung haben und viele tolle Aktionen mit den Bürgern zusammen im Wangerland durchführen werden. Das ist das Ergebnis aus Tettens, aus Oldorf, aus Minsen, nicht nur aus einem Ort. Wir haben von Anfang an nie die finanziellen Mittel gehabt, wie andere Städte und Gemeinden, die an dem Wettbewerb dran teilgenommen haben, die auch andere Möglichkeiten hatten. Wir haben das mit vieler Hände Arbeit geschafft und danke nochmal an alle Beteiligten in allen Ortschaften. So, nun haben wir unsere verdiente Medaille geholt und jetzt wollen wir gleich schön am Buffet teilnehmen und ordentlich was essen und dann werden wir diese Medaille noch kräftig feiern. Die Nacht ist ja noch jung. Wangerland, herzlichen Glückwunsch. Dankeschön. Zu dieser Medaille und ihr seid in diesem Jahr die beste Stadt in Deutschland ausgewählt. Deshalb konntet ihr an diesem Wettbewerb teilnehmen mit diesem super Ergebnis. Wir sind vor 3 Tagen mit den Delegierten der Gemeinde Wangerland ganz weit gefahren nach Tschechien, in diese wunderschöne Stadt Brünn. Und nun sind wir wieder auf der Heimreise von der Preisverleihung Entente Florale, wo die Gemeinde Wangerland Deutschland vertreten hat. Warum, glaubst du, hat sich dieser Aufwand gelohnt? Das ist ja mal eine akademische Frage. Ich freue mich erstmal, dass wir hier so gut unterwegs sind. Ich freue mich, dass wir Unterstützung gekriegt haben, dass wir diese Reise überhaupt machen konnten. Ich freue mich, dass wir uns überhaupt dafür qualifiziert haben. Wir können jetzt ja, oder wir sind ja das erste Mal jetzt nach 2 nationalen Wettbewerben, die wir auch beide mit einer Goldmedaille gewonnen haben, auf internationaler Ebene das erste Mal tätig gewesen. Und ich habe das ja am Samstag schon gesagt, wir sind jetzt in der Champions League angekommen. Und ich finde, diese Fahrt hat sich unglaublich gelohnt für uns alle. Das war ein ganz toller Austausch einmal. Das war ein ganz tolles Gemeinschaftserlebnis auch. Ich glaube, wir haben auch gut unser gemeinschaftliches Ergebnis feiern können. Das hat einen Riesenspaß gemacht, mit allen Mann zusammen diese Fahrt zu machen. Und ich halte das aber auch für ganz wichtig, dass man dann gelegentlich auch Revue passieren lässt und mal zurückguckt und bei einem Glas Bier oder Glas Wein mal anstößt und das, was man alles so erlebt hat und erreicht hat auch gemeinsam, genießt dann auch und dann auch mal ein Stück weit zur Ruhe kommt. Ich habe gestern Joachim Mayer noch im Kopf, der dann sagte, so, und jetzt ist es erstmal alles gut und nun haben wir den Wettbewerb hinter uns. Aber ich glaube, das ist ja, wie es so schön heißt im Fußball, vor dem Spiel, nach dem Spiel ist vor dem Spiel. Und wir müssen jetzt auch gucken. Wir haben eine ganz tolle Auszeichnung bekommen. Zum einen sind wir mit der Silbermedaille, mit dem Silver Award ausgezeichnet worden. Das ist ja schon mal eine Anerkennung auf europäischer Ebene, sowas überhaupt zu bekommen. Und dann sind wir ja auch noch für das Projekt Erde und Flut mit einem Sonderpreis ausgezeichnet worden. Das finde ich ganz besonders klasse. Das ist ja für die vielen Freiwilligen auch eine
nochmal eine ganz besondere Auszeichnung, dass auf europäischer Ebene das Engagement unserer vielen Freiwilligen auch gewürdigt wird. Und das war ja bei vielen anderen gar nicht der Fall. Da ist sehr viel hauptamtlich arrangiert worden. Und ich sage immer hier, was bei uns mit Freiwilligen passiert ist, ist woanders mit Geld passiert. Und da können wir uns super sehen lassen. Ich bin sehr, sehr stolz auf alle Teilnehmer, auf alle Wangerländer, auch auf alle, die zu Hause geblieben sind, die nicht mit teilnehmen konnten. Ich weiß, dass ihnen was entgangen ist. Es war eine tolle Fahrt. Und jetzt fahren wir in die untergehende Sonne und zurück nach Hause. Und dann freuen wir uns noch alle, wenn wir wieder im schönen Wangerland angekommen sind. Ladies and gentlemen of the jury of Entente Floral, I'm very proud that our community of Wangerland could participate on the European competition of Entente Floral 2016. Thank you very much for awarding us with the silver award. We have done so much, and I would like to thank my team also, which is called Earth and Flood. It was a lot of voluntary work, and we are awarded, and I'm very proud. Thank you.